Miroslav Klose, Weltmeister 2014. Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft und ab heute Trainer des 1. FC Nürnberg. Klose ist ab sofort ein Klubberer. Der 46-Jährige hat nicht lange überlegt, sondern schnell zugesagt. Das hat mich einfach gepackt. Ich bin so ein Bauchmensch und habe da ein fantastisches Gefühl gehabt. Und ich freue mich, so schnell wie möglich hier zu starten als Trainer. Einen Cheftrainer hat der FC Bayern monatelang gesucht. Auch Ex-Bayern-Spieler Klose soll Kandidat gewesen sein. Statt Säbener Straße heißt es jetzt Pfalzner Weiher. Das freut die Clubfans. Der Club ist bestimmt authentischer als der FC Bayern. Und als Trainer hast du auch mehr die Chance zu wachsen. Ich denke, da ist, ich nenne sie jetzt einfach mal, Herr Rummenigge und Herr Hoeneß ein bisschen engstirnig. Ich glaube, in Nürnberg ist er besser aufgehoben als bei Bayern. Bisher wohnt Klose noch in München, aber Pendelei nach Nürnberg kommt für ihn nicht in Frage. Auch ich werde mir eine Wohnung hier holen. Ich bin den ganzen Tag hier, von morgens bis abends. Also es nützt nichts, nach Hause zu fahren. Also die Zeit habe ich gar nicht. Eingefädelt hat den Klose-Deal der neue Clubsportvorstand Joti Schatzi-Alexio. Er kennt Klose noch aus der gemeinsamen Zeit beim DFB. Wir haben eng zusammengearbeitet. Ich weiß, wie er als Mensch ist, und ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, weil ich ihn wirklich über viele Jahre kenne und ihn auch sehr, sehr schätze. Und Miro bringt alles mit, um tatsächlich auch ein toller Trainer zu sein und nicht nur ein toller Spieler. 13 Jahre lang war Klose Nationalspieler. Das regt die Fantasie der Clubfans an. Einige träumen schon ganz groß. Erst der Aufstieg, dann die Meisterschaft in der ersten Liga. Das ist unser aller Traum, dass wir mal die 10. Meisterschaft voll machen. Vielleicht klappt es ja wie beim Xavi in Leverkusen, dass es quasi dieses Weltmeistergehen oder erfolgreiches Gehen etwas auf die Spieler überträgt. Miroslav Klose in Windeseile hat der neue Clubtrainer große Euphorie entfacht.